Ich denke, du bist ein Model 3 oder so gefahren. Ja. Yeah. Fahr doch dein Auto, was du dann auch holst. Ich bin's im Autohaus gefahren. Im Auto? Also durchs Auto, so Go-Kart oder was? Nee, im Stehen einfach. Ich hab geguckt, wie es sich anfühlt. Lass fahren. Okay. Geht das so an? Oh Gott. Ey Leute, wir werden es nicht überleben. Das ist neu für mich, Digga. Okay, pass auf. Rückwärtsgang ist nach ganz oben. Ja. Das ist jetzt Rückwärtsgang. Und nach ganz unten ist, ist geradeausfahren. Und hier reindrücken ist Parkmodus. Okay, dann fahren wir jetzt. Digga, drück nochmal Parkmodus. Ich lösche mich noch da. Ach so. Du musst Bremse drücken. Digga, nee. Digga, du fährst nicht mit Crocs. Willst du mich verarschen? Hä, hey, man darf. Mit Crocs? Ja. Digga, dann fahr lieber barfuß. No joke. Ich kann auch mal, ich habe meine Schuhe dabei, kann ich auch anziehen. Ja, mach mal. Schuhe? Ja, Bro, mit Crocs ist schon ein bisschen ehrenlos. Hä, die sind im Speed-Modus. Das ist, mit Speed-Modus darf man fahren. Aber ich zieh Schuhe an. Ja, ist besser. Man darf tatsächlich, man darf auch barfuß Auto fahren. Es ist nur so, wenn man einen Unfall verursacht oder so, wenn ein Unfall passiert, dann kann es sein, dass du Teilschuld bekommst. Aber auf der ADAC-Seite steht, es gibt kein direktes Gesetz dagegen.